Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute habe ich schon wieder Bäumchenparade für euch vorbereitet. Habe ich mal wieder Bäumchen gemacht. Ich mag die ja so gerne, weil die sind ja so schön dekorativ. Manche kann man sogar ein ganzes Jahr über stehen lassen. So, ich habe welche mit Stoff gemacht. Und andere, hier künstlich. Und der hier, oh, der glitzert ja auch so wunderschön, mit Sand. Fangen wir erstmal mit denen an. Also der hier ist ja Styroporkegel, so wie immer, weil es so schön zum Stecken ist. Für den Bäumchen hier, so, habe ich so eine Spitzenbordüre genommen. Das ist 2 Meter. Für 1 Euro gibt es bei Teddy. So sieht das aus. Wunderschön. Und den habe ich einfach mit Stecknadel gesteckt. So. Habe ich immer so zusammengerafft sozusagen, oder wie man das nennt, weiß ich nicht mehr, und dann einfach mit Nägelchen dann so gesteckt. Und ich glaube, weil das ja so 2 Meter lang ist, ich glaube 4 solche habe ich dann gebraucht, weil Bäumchen so ziemlich groß ist. Und die Spitze hier war ein bisschen knifflig, weil so fand ich die ein bisschen, naja, nie so schön aussehen sozusagen. Dann habe ich ja so eine Spitze gemacht, die werde ich noch festkleben. Das ist ja nur für euch zum Zeigen. Den habe ich ja so mit Heißkleber, auch so gerafft, zusammengeklebt, damit das so wie eine Spitze aussieht. Und werde dann einfach hier so dann reinstecken, so draufstecken und kleben. Dann ist das hier so, sieht aus wie eine Spitze, sieht vernünftiger aus, finde ich. Und hier habe ich dann erstmal auch den Stoff so gemacht, damit das hier alles die Spitze verdeckt. Und dann die letzte Reihe. Die habe ich dann auch geklebt, damit man dann die Nägelchen dann nicht sieht. Dann kommt noch die Spitze drauf, so wie ein Mützchen, und fertig. So, dieses Bäumchen habe ich auch auf Spitze gemacht, so Spitzenbordüre, die hier gehäkelt. Die gibt es auch bei Teddy für 1 Euro. Allerdings sind das ja nur 90 cm, was ich dann später nicht so schön fand, weil für so ein kleines Bäumchen habe ich dann auch viel gebraucht. Und finde ich das ein bisschen teuer dann, so an Materialkosten sozusagen, weil Bäumchen ist ja auch relativ klein und dafür habe ich ja schon so viel Bordüre gebraucht. Die habe ich dann auch einfach so hier mit Nägelchen gesteckt, auch so zusammengerafft. Wenn das für euch ein bisschen umständlich ist, kann man natürlich dann auch schnell mit ein paar Stichen dann zusammennähen und dann erst stecken oder kleben, geht auch. Und die Spitze habe ich dann auch so gemacht. Erstmal den Stoff habe ich so hingelegt. Aber zweimal, einmal so wie sozusagen überkreuzt, damit das auch alles hier verdeckt ist. Dann hier die letzte Reihe gesteckt. Und hier habe ich dann auch so wie ein Blümchen eigentlich gemacht, weil der Stoff ist ein bisschen so widerspenstig, so ein bisschen zu weich dafür. Und dann werde ich dann auch hier so ein bisschen kleben. Und dann sieht das ja auch ein bisschen
mir nach einer Spitze aus. Aber der sieht ja so richtig vintage-mäßig aus, finde ich. Und so ein größeres Bäumchen noch dazu, das wird bestimmt sehr schön. So, dieses Bäumchen gefällt mir auch sehr schön. Das raschelt auch so, wenn ihr das hören könnt. Auch Styroporkegel. Und der hier, den lasse ich auch so. Den werde ich auch nichts mehr dazu dekorieren, weil ich den so schön finde. Das ist so eine Girlande. Die gibt es auch bei Teddy für 1 Euro. Sind auch 4 Meter Girlande. Für die habe ich dann auch 4 Stück genommen, weil ich die ja so buschig haben wollte. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, auch in Silber, in Rot und in Gold, glaube ich. Also für Fans, die in Gold oder andere Farbe haben möchten. Und die habe ich dann auch einfach so, die Spitze habe ich ein bisschen geklebt, damit das dann fest ist. Und dann einfach drum herum gewickelt und ab und zu mal auch festgeklebt, damit das nicht alles so hin und her rutscht. Und so ein Bäumchen ist das geworden. Ich glaube, so ein kleines mache ich auch noch dazu. Und ich finde den so schön, so schlicht und elegant, dass er eigentlich gar kein mehr Deko braucht. Aber das ist ja meine Meinung. Und Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ihr könnt natürlich noch mit Perlen oder es gibt ja auch so kleine Dekokugel dekorieren. Passt natürlich auch, aber ich lasse meinen dann so. Und den Bäumchen, so wie die Hirschen vorhin, auch Styroporkegel, ist jetzt auch ziemlich schwer geworden. Den habe ich, auch so wie Hirschen, mit diesem Deko-Glassand beklebt. Den gibt es bei Rossmann. Habe ich den gekauft für 1,99 €, was auch ziemlich günstig ist. Und auch so wie Hirsche habe ich den klecksweise Heißkleber drauf, dann Sand drauf und festgedrückt. Und so habe ich den ganzen Bäumchen beklebt. Es passiert natürlich, dass manchmal nicht so doll kleben bleibt und fällt dann ab. Dann die Lücken habe ich dann auch so wieder dann beklebt, falls irgendwo abgefallen ist. Der Glitzer so schön. Und am Ende habe ich den auch noch mit dieser Glitzer-Acrylfarbe zweimal gestrichen, dann hält es auch die Steinchen besser fest und es glitzert dann auch noch mehr. Also der hat ein bisschen mehr Arbeit gemacht, weil war ja ziemlich mühsam, so klacksenweise dann zu arbeiten, dann auch noch mit Heißkleber. Ja, so habe ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Deko. Ja, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.